Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tag 25 meines Minimalism Games. Und ja, ich war gerade wieder im Keller, habe mal ein bisschen geguckt, was da noch so rumliegt. Und mir sind weitere Ordner von ja Studien- und Ausbildungszeugs entgegengefallen sozusagen. Da waren einmal 4 Schnellhefter, die ich mehr oder weniger ungesichtet einfach in den Müll geschmissen habe. Sowie noch ein zusätzlicher Ordner. Dann eben halt noch ja eine original verpackte Studienunterlage, sprich so ein Skript, was eben halt verschickt worden ist, aber ich nutze diese Skripte eigentlich gar nicht, weil ich gerne mir die Sachen ausdrucke und dann für ein Klemmbrett benutze, da die doppelseitig bedruckt sind, kann ich das mit den Originalunterlagen nicht machen. Und ja, dann waren noch Ausbildungszeug, war auch noch mit dabei. Da waren 4 Ordner, die sich nur mit der Ausbildung beschäftigen, sowie eben halt ein Teil, ein Ausbildungsheft, sprich mein ja Berichtsheft, was man damals schreiben musste vor, weiß ich, 12, 13 Jahren. Und das brauche ich natürlich auch nicht mehr, das ging auch weg. Und um diese ganze Geschichte abzuschließen, dann wären wir nämlich bei insgesamt 12 Teilen ein Buchaufsteller aus Plastik, also sprich ein Gerät oder ein Plastikstellhilfe, wo man einmal ein Buch hinstellen kann, reinklemmen kann, habe ich mal gebraucht fürs Studium, aber mittlerweile dann, ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich besitze, also von daher ging das auch weg. Teil 13 ist ein, ja, so ein Klemmhalter für die Hose, wenn man Fahrrad fährt, damit die nicht in die Kette kommt. Das habe ich vor etlichen Jahren mal gebraucht, weil ich ein Mountainbike hatte, wo es noch kein Schutzblech oder so ein Schutzplastikdingen vor der Kette hatte und man da immer die Hosen versifft hatte. Das war früher, als ich in der Schule noch war, immer so ein bisschen mein Markenzeichen, dass meine Hose immer genau auf der rechten Seite am Innenrand schwarz waren und das natürlich auch nicht mehr rausging durchs Waschen, weil ich immer so viel Fahrrad gefahren bin. Und natürlich brauche ich das nicht mehr, deswegen geht das auch weg. Teil 14 ist eine Fußluftpumpe für ja Autoventil, was eben halt für mein Fahrrad immer genutzt ist. Das erste, was ich mache, wenn ich ein Fahrrad habe ohne Autoventilschläuche, ist, dass ich die umbaue und die Schläuche wechsle, damit ich immer mit dieser Luftpumpe das aufpumpen konnte. Das Problem ist, die Luftpumpe ist bestimmt 20 Jahre alt und nicht mehr wirklich funktionstüchtig. Deswegen habe ich mir gerade im letzten Jahr schon eine andere Luftpumpe gekauft, also wo man mit der Hände pumpt sozusagen, also so ein stellt man auf den Boden und pumpt dann hoch und runter. Und ja, die benutze ich jetzt eben halt komplett immer. Deswegen kann diese Fußluftpumpe auch weg. Ja, dann als 15. Teil habe ich eine Umhängetasche aus LKW-Plane, die ein Logo ziert und im Knallrot ist. Habe ich nie wirklich benutzt. Die habe ich mal dabei bekommen, als ich eine Xbox 360 über Kleinanzeigen vor 1,5 Jahren gekauft habe. Und da hat er das alles reingemacht, damit ich ihn mitnehmen konnte. Deswegen hatte ich die im Keller liegen, weil das war lang und ist, ja, war lange Zeit, bis eben halt jetzt, wo ich sie dann doch abgebe, eine Tasche, wo ich Kabel und sowas reingepackt habe, reingestopft habe. Das wären dann auch die nächsten Punkte, die sich auch noch ein bisschen in den nächsten Tag mit reinziehen. Teil 16 wäre eine Antenne für einen Verstärker. Ich habe mir ja im letzten Jahr ein Dolby Surround ProLogic 2 Anlage für mein Schlafzimmer geholt, um abends ein bisschen schön Chillout-Musik zu hören. Und da war immer diese Antenne bei und brauche ich natürlich nicht, ich höre kein Radio damit und deswegen geht das weg. Teil 17 und 18 sind 2 kleinere Netzwerkkabel. Ich meine, die kann man immer mal gebrauchen, aber ich hatte davon noch ein paar, deswegen ein paar habe ich behalten, ein paar gehen weg. Und was eben halt auch relativ schnell eben halt sich ansammelt, kennt jeder, der mal so einen Akku, also so eine Powerbank oder sowas gekauft hat oder irgendwelche anderen kleinen Geräte mit USB. Da ist immer so ein Mini-USB-Stecker dabei von Micro-USB. Die kann ich natürlich absolut gar nicht gebrauchen. Und davon habe ich ganz, ganz viele gehabt. Deswegen insgesamt jetzt 5 Stück habe ich davon rausgeschmissen. Ich muss dazu sagen, diese ganzen Kabel waren jetzt nur die ausrangierten schon im Keller. Ich denke, ich werde die nächsten Tage auch nochmal hier ein bisschen nachgucken. Und da werden immer auch noch ganz viele Kabel zu finden sein. Als 24. Teil ist eine Mini-HDMI-Verlängerung. Die war bei irgendeinem Gerät dabei, ich glaube ein Fire TV-Stick oder irgendwie sowas. Kann weg. Und das letzte Teil für heute, ein IDE-Kabel. Ich hatte ja schon in den letzten Tagen erwähnt, dass ich mal einen Floppy-Disk mir bei der Diakonie gekauft habe. Und da habe ich mir leider ein falsches Kabel mitgenommen. Und deswegen hatte ich dieses IDE-Kabel noch über. Aber heutzutage braucht natürlich absolut niemand mehr so ein IDE-Kabel. Deswegen, ja, auch weg. Ich nutze die Tasche, diese Umhängetasche aus dieser LKW-Plane noch eben halt, um die Sachen zur Diakonie zu bringen. Die Tasche brauche ich dann auch nicht wieder und da werde ich dann die nächsten Tage auch mal hinfahren. Ja, dann würde ich sagen, mache ich für heute, sag zu und sag mal bis morgen zu Tag 26. Ciao.